Ich kenne diese Grundlagen der Schätzung nicht, aber klar ist, auch wenn es 800.000 sind, wie bislang geschätzt, dann sind das eindeutig zu viel. So viel verkraftet Deutschland auf Dauer nicht. Und deshalb werden wir an einem Konzept zur deutlichen Begrenzung der Flüchtlingszahlen für Deutschland arbeiten. Wie sieht es genau aus? Was sind da die aktuellsten Überlegungen? Ich werde am Freitag dem Ministerrat ein entsprechendes Konzept vorlegen. Wir müssen deutlich machen, politisches Asyl steht nicht in Frage. Das sind aber gerade mal 2% derjenigen, die im Moment nach Deutschland kommen. Es geht darum, wie können wir auf Dauer mit der Bürgerkriegssituation in anderen Teilen der Welt umgehen. Und da ist völlig klar, wir können angesichts der Vielzahl leider der schlimmen Konfliktherde weltweit nicht alle Bürgerkriegsflüchtlinge dieser Welt in Deutschland aufnehmen. Und das muss auch klar gesagt werden. Es ist klar, das gilt nicht nur für die bayerischen Kommunen, sondern das höre ich aus allen anderen Bundesländern, dass schon das, was bisher gekommen ist, in diesem Kalenderjahr kaum mehr zu verkraften ist, nicht mehr vernünftig unterzubringen ist. Immer mehr müssen draußen Zelte aufgeschlagen werden. Und angesichts einer solchen Situation können wir nicht sagen, ja, und jetzt können da noch Hunderttausende kommen, sondern muss man deutlich sagen, wir wollen ja, dass diejenigen, die auf Dauer dann hier bleiben dürfen, auch vernünftig integriert werden. Da muss sich jeder überlegen, was bedeutet das für den Ausbau der Schulen, was bedeutet das für den Wohnungsbau. Und das muss man alles zu Ende denken. Es ist nicht nur mit dem Mineralwasser am ersten Tag getan. Und deshalb sage ich ganz klar, wir brauchen da Grenzen und wir müssen die Kommunen jetzt bestmöglich unterstützen bei ihrem ganz wichtigen Tun für die Integration derer, die bleiben dürfen. Wenn wir sehen, dass wahrscheinlich im September allein rund 300.000 gekommen sind nach Deutschland, dann sind das Zahlen, wo man ganz klar sagen muss, so kann es nicht weitergehen, weil sonst kämen wir eindeutig in letztendlich eine solche Größenordnung oder gar noch mehr. Und deshalb muss eben jetzt klar sein, wir brauchen ein Konzept im Bund und auf europäischer Ebene, die da ganz klare Grenzen aufzeigt. Wir versuchen das Ganze ja so eng wie möglich unmittelbar an der Grenze zu erledigen. Das klappt noch nicht so, wie ich mir das vorstelle, denn wir haben zu viele, die jetzt dann anschließend quer durch Deutschland unterwegs sind, völlig unkontrolliert, das kann nicht sein. Es muss an der Grenze schon sorgfältig kontrolliert werden und dann wird entschieden dort, wer darf nach Deutschland rein und wer muss eigentlich gleich in seine Heimat zurückkehren. Auf jeden Fall muss die Identität festgestellt werden und die Zielsetzung ist bei denen, die dann auf andere Bundesländer verteilt werden, erfolgt direkt von Passau oder Freilassing zum Beispiel der Sonderzug. Das heißt, wir werden unsererseits alles dafür tun, dass nicht wieder ein solcher Massenansturm am Münchner Hauptbahnhof entsteht.